Das Bataclan wird seine Türen wieder öffnen. Vermutlich Ende 2016, so die Veranstalter. Zurzeit wird der Club renoviert. Nach den Terroranschlägen vom 13. November 2015 hat der Veranstaltungsort traurige Berühmtheit erlangt. Drei schwer bewaffnete Männer waren in die Konzerthalle eingedrungen, als eine US-Band gerade spielte. Etwa 1500 Menschen befanden sich im Saal, 89 sterben. Der Weg zur Wiedereröffnung ist noch lang, aber die Veranstalter und ganz Frankreich wollen ein Symbol, dass der Terror nicht gesiegt hat.